Los. Wasser des Geistes. Wenn du das Wasser antrinkst, regeneriert sich ein kleiner Teil des Manas. Oh, das ist gut. Wie nehme ich denn das hier raus? So.
Rezept auf Formel 25, die in Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum erschien, großes Potenzial besitzt, wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Testsubjekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein, den charakteristischen Hautverschorfungen nach zu urteilen. Bitte, Sir. Bitte lassen Sie mich gehen. Sind Sie wach? Wie viel? Viel. Viel schlechter. Hab ich die Seuche? Bitte, Sir. Ich will nicht sterben. Na, na, na. Niemand wird sterben. Es geht Ihnen viel besser, Nummer 312. Die Formel, die ich Ihnen verabreicht... Schmerzmittel, aber ich kann Ihnen keine geben. Das könnte meine Forschungen stören. Sie sollten dankbar sein. Dank meiner harten Arbeit und Hingabe haben wir schon bald ein Heilmittel für diese schreckliche Krankheit. Ja, danke, Sir. Danke. Danke. Vielen Dank. Wer immer Sie sind, er hielt mich in einem Käfig. Wie ein Tier. Die Schmerzen sind unerträglich. Also werde ich mich zurückziehen und gehen, wenn es mir besser geht. Kommando bekommst. Die Chancen stehen gut. Schau ich mir mal besser an. Halbe Stadt ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Thank you.
Der kaiserliche Arzt persönlich. Hervorragende Arbeit. Bringen Sie ihn her, dann legen wir an. Chaos-Faktor wieder hoch. 4 von 5 Runen gefunden. Und sogar einen Outsider-Schrein. Aber wieder keine Gemälde von Sokolov gefunden. Kein Plan. Bin ich wahrscheinlich zu doof für. Oh. Aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Fußfesseln inklusive. Er wird geschockt aufwachen. All das Stroh, all die Hundehaufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. Gut gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Sokolovs Wissen wird es uns ermöglichen, den Lordregenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lordregenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die Kriegsmaschinen. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Zwei der Helden unserer Stadt sind heute Abend die Straßen in der Nähe des Pendleton-Anwesens wegen einer privaten Feier gesperrt. Alle Besitztümer und Stimmrechte gehen an Lord Trevor Pendleton über, der in dieser Zeit der Trauer um Rücksichtnahme bittet. Achtung, Bürger von Dunwall! Beachten Sie, dass die Plünderung evakuierter Gebiete ein ernstes Vergehen ist, das von wachhabenden Offizieren umgehend bestraft wird. Zeigen Sie Ihren Stolz auf Dunwall, indem Sie Eigentum und Rechte anderer in diesen schweren Zeiten respektieren und bewahren Sie die zeitlose Schönheit unserer herrlichen Stadt.